heute in Istanbul am Grab von Ebu Eyyub El Ensari. Auf meiner rechten Seite, also sprich von eurer linken Seite aus, liegt der Ensari, das heißt Halit ibn Zeyd, Ebu Eyyub El Ensari, hinter uns begraben hier in Istanbul im Eyyub Sultan. Und das ist so eine wichtige Person, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, dass er, also derjenige, der den Propheten alaihi salatu wassalam beherbergt hat, kurz nach seinem Tod sich an die Eroberung Istanbuls dran machte, weil der Prophet alaihi salatu wassalam hat in Medina die Eroberung Istanbuls voraus prophezeit, und er hat auch gesagt, dass der Kommandant, der diese Stadt erobern wird, ein sehr geehrter Kommandant sein wird. Ja? Und allein schon deswegen, dass dieser Hadith, diese Aussage des Propheten alaihi salatu wassalam, die Sahabe, relevante Sahabis, Gefährten des Propheten in Bewegung brachte, sehen wir schon allein an dessen, dass erstens Istanbul eine sehr wichtige Stadt ist für die Muslime, und zweitens, dass natürlich auch der Hadith des Propheten alaihi salatu wassalam ein authentischer Hadith ist und kein ausgedachter oder daif Hadith ist. Ja? Was ich aber auf jeden Fall nochmal betonen muss, ist, das gleiche gilt natürlich für alle Stellen, die man natürlich zu besuchen hat, sei es in Mekka, sei es in Medina, sei es auch in Istanbul. Die Leute, die verwechseln immer was, beziehungsweise die übersehen auf jeden Fall immer was. Wenn man hierher kommt, vor allem das Grab von Eyyub Sultan zu besuchen, oder andere historische Ereignisse, die Orte, wo historische Ereignisse passiert sind, wichtige, vor allem islamische historische Ereignisse passiert sind, dann machen die Leute immer aus diesem Ort eine Wallfahrtsort, ja? Und fangen dort an, irgendwelche Sachen dann wirklich großartig zu verehren. Ja? Und das ist natürlich im Islam nicht erlaubt. Das heißt, wenn man zu solchen Orten kommt, da soll man diese Orte auch vor allem als historische Denkanstöße vor allem benutzen. Und vor allem mal überlegen, was hat dann überhaupt Eyyub Sultan gemacht. Eyyub Sultan, also beziehungsweise Halit ibn Zeyd, ja, der ist von Medina losgezogen, um in den Dschihad zu gehen, hat sich bei der Eroberung Palästinas befunden, hat sich bei der Eroberung Bilad al-Shams, das heißt im heutigen Syrien, befunden. Wir reden von einem Menschen, der damals über 60, 70 Jahre alt gewesen ist. Und dieser Mensch, also dieser geehrte Sahabi, ja, Halit ibn Zeyd, also mit dem heutigen Namen Eyyub Sultan, wo wir uns gerade befinden, hat sich auch bei der Eroberung Zyperns mitbefunden. Das heißt, er hat Zypern miterobert, ja, und danach hat er sich in der Armee befunden, die versucht hat, den ersten Anlauf zu machen, oder was war zumindest der erste Anlauf gewesen, für die Eroberung Istanbuls gewesen. Das heißt, so ein Sahabi und so ein Beispiel haben wir für uns, ja. Und wenn wir zum Beispiel über Eyyub Sultan reden oder solche Orte besuchen, dann soll bei den Menschen gerade mit dieser Denkanstoß in Erregung gesetzt werden. Das heißt, was ist überhaupt im Auftrag des Islams zu arbeiten und was ist überhaupt der Islam? Ja? Der Islam, was will der überhaupt von uns? Und der Islam will von uns, dass wir das Wort Allah, das heißt den edlen Koran, ja? Das heißt die Fahne von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, auf die ganze weite Welt verbreiten. Egal, ob ihr 7 Jahre alt seid oder ob ihr 70 Jahre alt seid. Ja? Die Aufgabe des Islams und eines Muslims ist es, die Dawah, das heißt die Dawah des Propheten, ja, also den Tawhid, weltweit zu verbreiten, zu verkünden, ja? Und mit seiner Macht und mit seiner Kraft alles dafür einzusetzen, dass das Wort des Islams überall verbreitet wird. Ja? Und das hat Eyyub Sultan gemacht, das haben die anderen Sahabis gemacht. Und wenn wir zum Beispiel solche Orte besuchen, dann sollten sie nicht ganz genau das erstmal als historischer Denkanstoß auf jeden Fall uns ein Wegweiser, vor allem in der Zeit sein, in der wir heute leben. Ihr müsst euch mal vorstellen, mit knapp 100 Leuten, nicht mal 100 Leuten damals, sind sie losgezogen, um nach Istanbul zu kommen, in dieses weströmische Reich. Ja? Und das ist normalerweise für uns dieser Punkt, dieser Iman. Derjenige, der Iman hat, der hat auch eine Möglichkeit. Man kann nicht sagen, wir haben keine Möglichkeit. Der Iman ist unsere größte Möglichkeit. Und so war auch der Iman dieses alten Menschen, alten Sahabis Eyyub Sultan, der Anstoß gewesen, der Antrieb gewesen, den Islam hier bis an die Mauern des Byzantischen Reiches zu verkünden. Das heißt, bis es nicht mehr weitergeht. Er hätte auch in Medina bleiben können. Er hätte in Jannat al-Baqiya begraben werden können. Und wir hätten dort Fatihas und Yasin auf ihn gelesen. Was hat er gemacht? Er ist natürlich diesen weiten Weg in diesem trotz hohem Alters gekommen, um zu versuchen zumindest, einen Meilenstein für das Kalifat zu setzen. Und so ist auch passiert, bis an die letzten Ecken, bis über die Grenzen des damaligen Kalifats ist er gekommen, um dann letztendlich hier Schehid zu fallen an den Mauern des Byzantischen Reiches und dann auch hier
begraben zu werden. Und die Leute, die aber heute herkommen, um ihn zu besuchen, ja, die versuchen von ihm Glück zu bekommen, die versuchen Dua zu machen, dass er ihm ja, die Prüfung in der Universität das ist natürlich Lichtjahre vom Islam entfernt. Das soll niemals ein Antrieb sein, solche Orte zu besuchen. Genau der Antrieb soll nämlich unser Antrieb sein, wessen auch dass der Antrieb des Sahabe fehlt. Das heißt, die Dawa von La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Fahne des Tawhids weltweit, inshallah, zu verbreiten.